Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute siehst du mal was ganz anderes. Also ich bin heute mal nicht im Studio, sondern ich sitze hier gerade noch im Auto und will heute den Sonnenuntergang fotografieren, beziehungsweise ist nachher auch noch Vollmond. Und es ist scheiße kalt, um es mal so zu sagen. Und es ist keine Wolke am Himmel, was ja für einen Sonnenuntergang eigentlich erstmal nicht so gut ist. Aber später für einen Vollmond ist es super, weil den sieht man dann gut. Und ich möchte euch einfach mal heute mitnehmen und so ein bisschen, ja, so ein Behind-the-Scenes zeigen, einfach wie ich fotografiere und vielleicht auch so den einen oder anderen Tipp noch geben. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. So, es ist verdammt kalt und ihr seht, ich bin jetzt draußen aus dem Auto raus und ich stehe hier, wer sich in Berlin auskennt, an der Siegessäule. Und haben jetzt hier den Sonnenuntergang und vielleicht, ich muss jetzt hier gerade mal sehr aufs Display gucken, hier, da geht gerade die Sonne unter und das ist relativ cool, weil, ja, das ist ganz witzig, weil man da halt die Sonne gerade noch so hinter den Bäumen sieht. Und ich schaue jetzt einfach mal, ob man das hier auf dem Display ganz gut erkennen kann. Ah, das ist ein bisschen hell. Wenn man da die Spiegelung nicht so hat, dann erkennt man das vielleicht so ein bisschen. Naja, ihr werdet es am Ende, im Endergebnis dann sehen, wie das Ganze aussieht. Ich finde, sieht ganz cool aus. Zum Kamerasetup ganz kurz. Zeige ich euch hier mal. Ich habe hier meine Nikon D850 und hier vorne drauf, sieht jetzt ein bisschen komisch aus für einen Anfänger vielleicht, der sich damit nicht so auskennt, das ist ein Tilt-Shift-Objektiv. Das bedeutet, und das kann ich jetzt hier leider gerade nicht vorführen, weil ich meine Kameraposition nicht ändern will, aber das bedeutet, dass ich die Kamera die ganze Zeit wirklich gerade lasse und den Bildausschnitt dann nach oben oder nach unten verschieben kann, ohne dass ich stürzende Linien bekomme. Und das ist richtig, richtig cool. Werde ich vielleicht auch nochmal, wenn Interesse besteht, ein extra Tutorial dazu machen. Ja, für all diejenigen, die es jetzt noch interessiert, meine Kameraeinstellung. Ich fotografiere natürlich bei ISO 100, habe jetzt das Ganze auf Blende 8 gestellt, um wirklich den Vordergrund und den Hintergrund scharf zu bekommen. Und die Verschlusszeit ändert sich jetzt natürlich regelmäßig, je nachdem, wie weit die Sonne jetzt untergeht. Im Moment ist es noch relativ entspannt. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade so bei einer 80. Sekunde. Aber wenn es dann weiter in den Abend geht und die Sonne wirklich untergegangen ist, dann wird es natürlich dunkler. Und dann wird das Ganze auch von den Verschlusszeiten her wesentlich länger. Außerdem nutze ich jetzt hier die Bracketing-Funktion. Das bedeutet, dass ich immer drei Aufnahmen mache. Eins mit einer normalen Standardbelichtung, also diese 80. Sekunde. Und dann eine mit -2 Blenden. Ja, das kann man dann runterrechnen. -1 Blende wäre also eine Blende dunkler. Und das bedeutet eine 160. Sekunde. Und -2 Blenden sind eine 320. Sekunde und mit einer +2 Blende. Das bedeutet, da macht man die Verschlusszeit dann zweimal länger. Und in dem Fall wäre das dann eine 20. Sekunde. Hier ist übrigens Jean-Claude, ja, 030 mm. Wenn ihr sehr lange aktiv auf diesem Kanal seid, ja, dann werdet ihr euch vielleicht an ein Video erinnern. Das ist jetzt wie lange her? 3 Jahre? 4 Jahre? Sehr lange, ja. Ja, da waren wir erst auf dem Park Inn, da hat es mega gestürmt. Und dann waren wir auf der Zaletti-Brücke. Das war die Geburtsstunde von der Zaletti-Brücke, falls du dich erinnern kannst. Ja, ne? Das ist korrekt. Und genau, wenn ihr ihn mal auschecken wollt, 030mm Fotografie. Unbedingt. Unbedingt, ja. Er hat eine coole Webseite. Leute, ganz ehrlich, es ist mega kalt und wichtig sind da vor allem Handschuhe. Ich habe jetzt hier 2 Lagen Handschuhe an. Einmal sind es so eine, ja, normalen Dinger, die kriegt man irgendwie bei H&M oder so für 2 Euro. Garantiert auch nicht von Kindern hergestellt. Und darüber habe ich hier tatsächlich richtige Fotografenhandschuhe. Die sind richtig cool. Die verlinke ich euch mal unten. Die sind zwar schweineteuer, aber sind touchscreenfähig. Sind hier vorne so, das ist irgend so ein Leder. Du kannst hier beim Daumen und beim Zeigefinger kannst du die Dinger so aufmachen, dass du auch wirklich die Kamera gut bedienen kannst und die halten wirklich mega warm. Also kann man echt nicht sagen, die hatte ich auch in Island mit, da waren es ja teilweise -20 Grad. Heute sind es, ich würde mal jetzt schätzen, so -10 Grad ungefähr, aber sie halten ganz gut warm und das Wichtigste sind halt wirklich die Hände beim Fotografieren und der Kopf. Das geht aktuell noch, habe ich auch eine Mütze bei, aber Hände sind wirklich extrem wichtig. Also da immer dran denken, wenn es kalt ist zum Fotografieren, Handschuhe mitnehmen. So sieht das aus, wenn man zu viele Millimeter auf seiner Kamera drauf hat. Ja, 500 Millimeter. Drehe ich mal kurz zur Seite, damit man das einmal ganz kurz... Jawohl.
Das ist der Gerät. So, wie gesagt, der Sonnenuntergang wird jetzt nicht so spektakulär sein. Ihr seht selber, gut, im Video sieht es immer noch mal ein bisschen anders aus, weil ausgebrannter Himmel. Aber ich denke mal, dass wir uns jetzt hier gleich auf den Weg machen werden und noch mal in die andere Richtung, da hinten hin, auf die andere Seite von der Siegessäule. Denn von dort werden wir dann den Mond beobachten können. Und der geht auch bald auf. Ja, also es wird jetzt hier gerade dunkel. Der Mond wird dann aufgehen und dann werden wir da noch ein paar schöne, hoffentlich schöne Bilder machen mit dem Teleobjektiv allerdings, damit wir den Mond auch ein bisschen näher bekommen. Ja? Und dann einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Ich bin gespannt drauf. Leider war nach dieser Szene der Akku von meinem Mikrofon leer. Es war wirklich sehr, sehr kalt und dementsprechend hat er sich auch schnell entladen. Von daher konnte ich an dieser Stelle nicht weiter vloggen, leider. Wir sind dann aber noch ein Stück, wie gesagt, weiter hinter die Siegessäule gefahren und haben dort mit einem Teleobjektiv, ich habe da mit dem 70 bis 200 mm fotografiert und habe das Ganze auch auf 200 mm gestellt, damit ich den Mond quasi ein bisschen größer bekomme in Relation zu der Siegessäule. Ja? Also hier siehst du jetzt mal das finale Bild, was da geschossen wurde. Die Kameraeinstellung blende ich dir dazu auch nochmal ein. Und im Endeffekt hat man diesen Effekt, dass dieser Mond relativ nah dran ist, indem man eine sehr hohe Brennweite benutzt. Also, du hast ja vielleicht auch das Video mal jetzt gesehen, was vor ein paar Wochen rauskam zum Thema Brennweiten für Fotografieren für Anfänger. Und da kann man es sehr, sehr schön sehen, dass man quasi den Hintergrund in den Vordergrund ein bisschen enger zusammenkomprimiert und dadurch entsteht dieser Effekt, dass der Mond relativ groß dargestellt wird. Außerdem ist der Mond wirklich in dieser Zeit relativ schnell aufgegangen. Das heißt, man musste wirklich, ja, man durfte nicht mit einer zu langen Verschlusszeit arbeiten, denn sonst verwischt der Mond direkt. Also da musste man dann eher ein bisschen den ISO hochdrehen und die Verschlusszeit ein bisschen verkürzen. Aber ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses Video. Und wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest in dieser Art, dass ich einfach mal ja, die Kamera mitnehme, so ein bisschen vlogge, während ich fotografiere, dann zeig es mir mit dem Daumen nach oben. Und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du die natürlich auch gerne unten in den Kommentaren stellen. Ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, den Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn du Interesse an mehr hast, dann schau doch mal bei meinem Online-Store vorbei, www.stefanschäfer-store.de. Da gibt es Videotrainings und auch Workshops. Und ganz aktuell gibt es auch die New York-Reise. Ja? Also im September fliegen wir nach New York eine Woche und machen da wirklich intensiv eine Woche fotografieren. Ohne Ende. Ja? Und da freue ich mich ganz besonders drauf und ich würde mich natürlich umso mehr freuen, dich dort begrüßen zu können. Also, bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.